Die Welt besteht nicht nur aus Zahlen und wir treffen immer wieder auf Zeichenketten in unseren Daten. Das können Namen, Codes, Adressen und vieles andere sein. Wie hier in meiner Beispielstichprobe mit Datensätzen über einen Urs-Meier. Leider wurden die Namen immer anders erfasst. Also verschaffen wir uns einen Überblick darüber, wie viele verschiedene Schreibweisen wir in der Stichprobe finden. Dafür nutzen wir Excels Pivot-Tabellen. Wir markieren die Namensspalte, wählen im Menüband Einfügen den Punkt Pivot-Tabelle aus. Es öffnet sich der Dialog zum Erstellen der Tabelle. Wir wollen die Tabelle auf dem gleichen Arbeitsblatt einfügen, damit wir die Ergebnisse direkt vergleichen können. Jetzt können wir die Pivot-Tabelle konfigurieren und wählen im Dialogbereich Felder die Namensspalte aus. Als nächstes ziehen wir die Namensspalte in das Dialogfeld Zeilen. Die Pivot-Tabelle zeigt uns jetzt alle Schreibweisen und wie häufig die Varianten in der Stichprobe auftauchen. Unter der Pivot-Tabelle geben wir jetzt den Anzahl-Aggregator ein, um die verschiedenen Namensvarianten zu zählen. Wir wenden den Anzahl-2-Aggregator auf die Namen an und erfahren, dass in der Stichprobe 9 Schreibweisen vorhanden sind. Wir verwenden übrigens den Anzahl-2-Aggregator, weil dieser auch Zeichenkettenwerte zählt. Der normale Anzahl-Aggregator zählt nämlich nur Zahlenwerte und ignoriert Zeichenketten. In unserer Stichprobe weist die ID-Spalte darauf hin, dass nur Werte über die gleiche Person vorliegen. Wir fragen uns also, wie wir die Namen so vereinheitlichen, damit wir die Daten zusammenhängend verarbeiten können. Um dieses Problem zu lösen, nutzen wir die Excel-Funktionen für die Arbeit mit Zeichenketten. Diese Funktionen fallen in 6 Kategorien: das Bereinigen von Zeichenketten, das Identifizieren von eingebetteten Zeichenketten, das Trennen von Zeichenketten, die Anpassung der Groß- und Kleinschreibung, das Ersetzen von Zeichenfolgen und Informationen über eine Zeichenkette. Ich stelle Ihnen wichtige Funktionen aus jeder Kategorie vor. Finden Sie mehr über die anderen Funktionen heraus, indem Sie das Menüband Formeln auswählen und dann die Gruppe Text öffnen. Besuchen Sie auch die Funktionsdokumentation in der Excel-Hilfe, um mehr über die genaue Funktionsweise der Funktionen zu erfahren. Bei der Arbeit mit Zeichenketten müssen wir 2 wichtige Techniken beherrschen. Die erste Technik ist die Normalisierung. Normalisierung bedeutet, dass wir unsere Werte in ein einheitliches Format bringen und sie von den Besonderheiten der Datenerfassung bereinigen. Am häufigsten müssen wir dabei überschüssige Leerzeichen entfernen. Mithilfe der Glätten-Funktion werden wir diese Leerzeichen los. Wir schreiben also neben unseren Ausgangswert Glätten von A2. Sehr ähnlich funktioniert die Säubern-Funktion. Anders als Glätten entfernt Säubern sogenannte nicht druckbare Zeichen. Wir können diese Zeichen nicht auf dem Bildschirm sehen, aber sie beeinflussen die Funktion unserer Operationen. Solche Zeichen kommen manchmal in unsere Daten, wenn Werte per Copy-Paste aus einer anderen Quelle, wie zum Beispiel Microsoft Word, eingefügt werden. Deshalb entfernen wir vorsichtshalber auch diese Zeichen, falls welche vorhanden sind, mit der Formel ist gleich Säubern von G2. Für die Normalisierung sind außerdem die Funktionen Groß, Groß 2 und Klein von besonderer Bedeutung. Mit diesen Funktionen können wir die Groß- und Kleinschreibung von Zeichenketten beeinflussen. Die Funktion Groß wandelt alle Zeichen in Großbuchstaben um. Die Funktion Groß 2 wandelt Wortanfänge in Großbuchstaben und alle anderen Zeichen in Kleinbuchstaben. Die Funktion Klein verwandelt alle Zeichen in Kleinbuchstaben. Wir möchten für unsere Auswertung alle Namen in der regulären Namensschreibweise mit Großbuchstaben am Anfang haben. Deshalb verwenden wir die Groß-2-Funktion und schreiben ist gleich Groß-2 von H2. Gelegentlich müssen wir beim Normalisieren bestimmte Zeichen austauschen oder löschen. Dabei hilft uns die Wechseln-Funktion. Mit der Wechseln-Funktion können wir einzelne Zeichen oder Zeichenfolgen austauschen. Wir haben in unserem Beispiel ein paar Datensätze, in denen Ursel anstatt Urs steht. Wir vereinheitlichen alle Vornamen zu Urs und schreiben dazu ist gleich Wechseln von I2 Semikolon Anführungszeichen Ursel Anführungszeichen Semikolon Anführungszeichen Urs Anführungszeichen.
Nach dem Normalisieren sollte nur noch eine Namensvariante in unseren Daten sein. Das prüfen wir wieder mit einer Pivot-Tabelle. Wir sehen, dass wir jetzt nur noch eine Variante in unserer Stichprobe haben. Merken Sie sich, beim Normalisieren verändern wir die Bedeutung unserer Werte nicht. Wir entfernen nur überschüssige Teile, sodass sinngemäß gleiche Werte auch tatsächlich identisch sind. Wenn Sie echte Daten bereinigen, dann müssen Sie sich vorher gut überlegen, welche Teile Sie bedenkenlos entfernen dürfen. Die zweite wichtige Technik bei der Arbeit mit Zeichenketten ist die Datenaufbereitung. Anders als bei der Normalisierung bringen wir bei der Datenaufbereitung die Werte in eine neue Form und verändern damit wenigstens teilweise ihre Bedeutung. Vor einer Datenaufbereitung sollten wir übrigens sicherstellen, dass unsere Werte bereits normalisiert sind. In unserem Beispiel wollen wir den Vornamen und den Nachnamen trennen. Dafür nutzen wir, dass ein Leerzeichen zwischen Vor- und Nachnamen steht. Für das Trennen veranschaulichen wir uns, dass eine Zeichenkette eine Abfolge von Symbolen ist. Diese Abfolge von Symbolen können wir natürlich nummerieren. Beachten Sie, dass auch Leerzeichen Symbole sind und mitgezählt werden müssen. Wir können also die Position für jedes Symbol in einer Zeichenkette bestimmen. Wir zerlegen unsere ursprüngliche Zeichenkette mit dem Namen so, dass wir alle Zeichen bis zum Leerzeichen dem Vornamen und alle Zeichen nach dem Leerzeichen dem Nachnamen zuweisen. Wie immer zerlegen wir unser Problem in Teilschritte. Im ersten Teilschritt finden wir das Leerzeichen. Dazu schreiben wir ist gleich finden von Anführungszeichen, Leerzeichen, Anführungszeichen, Semikolon, J2. Das gibt uns die Position des Leerzeichens in der Zeichenkette. Jetzt können wir mit der Rechts- und Links-Funktion unseren Namen trennen. Die Funktionen rechts und links erwarten eine Zeichenkette und die Anzahl der herauszutrennenden Zeichen als Parameter. Dabei zählt die Rechtsfunktion die Zeichen vom rechten Ende der Zeichenkette, das heißt vom Ende her, und die Linksfunktion vom linken Ende, das heißt vom Anfang her. Wir bestimmen deshalb, wie viele Zeichen wir rechts und links von der ursprünglichen Zeichenkette extrahieren müssen. Die Anzahl der rechten Zeichen für den Nachnamen ergibt sich direkt, indem wir die Position des Leerzeichens von der Gesamtlänge der Zeichenkette abziehen. Die Länge der Zeichenkette erhalten wir mit ist gleich Länge von J2. Jetzt können wir die Länge des Nachnamens mit der Operation ist gleich L2 minus K2 bestimmen. Beim Vornamen berücksichtigen wir, dass dieser vor dem Leerzeichen endet. Das Leerzeichen ist also genau eine Position hinter dem letzten Zeichen im Vornamen. Die Länge des Vornamens erhalten wir also, indem wir 1 von der Position des Leerzeichens abziehen. Das machen wir mit der Operation ist gleich K2 minus 1. Jetzt stehen in den Spalten M und N die Länge des Nachnamens und des Vornamens. Der Rest ist einfach. Um den Nachnamen zu erhalten, schreiben wir ist gleich rechts von J2 Semikolon M2. Den Vornamen extrahieren wir mit links von J2 Semikolon N2. Jetzt haben wir den Namen schön in den Vornamen und den Nachnamen getrennt. Immer wieder müssen wir aber Zeichenketten zusammenführen. Wenn wir getrennte Zeichenketten zusammenführen wollen, verwenden wir die Textkette-Funktion oder die Textverketten-Funktion. Führen wir also unsere Namen wieder zusammen. Wir wollen dabei aber den Vor- und den Nachnamen umdrehen und die Namen mit einem Komma trennen. Mit der Textkette-Funktion machen wir das so. Ist gleich Textkette von O2, Semikolon, Anführungszeichen, Komma, Leerzeichen, Anführungszeichen, Semikolon P2. Die Textverkettenfunktion hat drei Parameter. Der erste Parameter ist das Trennzeichen. Das heißt für uns Anführungszeichen, Semikolon, Leerzeichen,
Anführungszeichen. Der zweite Parameter ist ein Wahrheitswert, ob leere Zellen berücksichtigt werden sollen oder nicht. In unserem Beispiel wählen wir wahr. Der letzte Parameter ist der Bereich mit den zu verknüpfenden Werten und das ist bei uns der Bereich O2 bis P2. Abschließend füllen wir die Operation wieder für alle Datensätze aus. Wir haben jetzt alle Namen in unserer Stichprobe vereinheitlicht und die Positionen von Vor- und Nachnamen vertauscht. Die Textkette-Funktion fügt einfach aufeinanderfolgende Werte zu einer neuen Zeichenkette zusammen. Verwenden Sie die Textkette-Funktion mit einem Bereich als Parameter, wenn Sie Werte ohne Trennung zusammenfügen möchten. Die Textverketten-Funktion erlaubt es uns, eine Zeichenkette als Trenner zwischen unsere Werte zu platzieren. Bei unserem einfachen Fall sieht die Textverketten-Funktion komplizierter aus. Wenn Sie aber mehrere Zeichenketten zu einem lesbaren Wert zusammenfassen wollen, dann spielt diese Funktion ihre Stärken gegenüber der Textkette-Funktion aus. Zum Abschluss fragen Sie sich, wie Sie eine Zeichenkette an mehreren Stellen mit Excel trennen würden. Wie immer schreiben Sie Ihre Lösung unten in die Kommentare.